of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable. Morningstar und ich stehen hier noch in diesem Zwischenbereich zwischen Pandoria und unserer Welt. Und wir wollen jetzt zurück. Wir haben jetzt dieses Splitterfragment geholt, was perfekt ist für einen neuen Portalsplitter. Und das wollen wir jetzt Evergrey bringen, in der Hoffnung, dass Ernst da irgendwas draus schmieden kann, damit wir das Tor öffnen können. Und mit allen zurück nach Pandoria können, um Anne zu retten. Aber wir brauchen ja eigentlich auch noch Concord. Aber auf der Suche nach Concord sind ja gerade Lisa, Linda und Alex. Mal schauen. So. Also hast du es gefunden? Dann gib her. Ja, das wird genügen, Dina. Und das war gerade noch rechtzeitig, denn schon schließt sich unser Riss. Hoho. Irgendetwas an diesem Riss war seltsam. Er hat sich nicht so geschlossen, wie es sonst bei diesen Phänomenen der Fall ist. Ich würde vermuten, dass er lediglich an einen anderen Ort in Jorvik gesprungen ist. Wer weiß, vielleicht stößt du bei deinen Reisen noch einmal auf ihn. Solltest du erneut eintreten, denk daran, nur kurz dort zu bleiben, sonst endest du noch wie ich. Jetzt aber zurück zum aktuellen Problem. Oh, Pferde-EP. Okay. Jetzt, da wir die Materialien haben, gibt es nur einen Ort in Jorvik, wo wir solch einen Portalstein schmieden können. In der Kammer des Steinmetzes. Aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch mit jemandem reden. Komm, Dina, wir reiten nach Moorland. Okay. Also auf nach Moorland. Gut, da können wir tatsächlich hinreiten. Das ist ja gar nicht so weit von hier, wenn ich mal so recht überlege. Gott, leckt es gerade oder leckt es nicht in OBS? OBS, macht mir keine Panik. Nein, ich glaube, es leckt nicht. Nee, ich glaube, es leckt nicht. Oh Gott. Heieiei. Oh, da ist ja auch noch ein Stern. So, hab ihn. Das ist das erste Mal, dass ich hier so richtig in dem Sumpf unterwegs bin. Nein, hier kommen wir nicht durch. Okay. Dann müssen wir hier durch. Nein, wir müssen ja nur da hinten, da irgendwo hin, Richtung Dew's Farm. Oh Gott, Baumsterben. Oh, meine Nase. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen komisch mich anhöre, aber meine Nase ist gerade irgendwie total dicht. Und dann sind wir ja schon, wenn wir da weiterreiten, sind wir ja schon beim Wolfwell Inn. Dann über die Brücke ins Nilmers Hochland und dann von da aus ja schon nach Moorland. Also von hier ist man wirklich sehr, sehr schnell da unten. Da. Da wollen wir hin. Wollen wir doch mal gucken, mit wem will er denn reden? Oh, heißt Berit. Da unten ist er. Bin ich ja auch mal gespannt, wie lange der noch seine Kreise zieht hier in Jorvik. Da hieß es ja erst immer, ja, bis zum Sommer. Jetzt ist eigentlich schon Herbst. Wir haben ja schon fast November und Spirit ist immer noch da. Und, ah, guck mal, jetzt hat er die Beine übergeschlagen. Gestern hing er da so komisch drauf bei mir. Oh, da war Liplap, aka Jana, aka Luna Flower Day. Yes, ich hab's mir gemerkt. Und ja, es waren gestern auch die Beine. Ich glaube, der saß gestern schon so da. Also vorgestern. Wann auch immer ich ihn das erste Mal drauf hatte. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen. Ich hasse das, wenn ich mich selber aus dem Konzept bringe. Manu. Naja, gut. Wird mir schon wieder einfallen. Dieser Flicken da oben drauf ist auch super. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen wollte. Das gibt's doch nicht. Das sind wieder so Momente. Weißt du, dann wache ich irgendwann auf, mitten in der Nacht, und dann weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Hier in dieser Folge. Verdammt. Oh Mann. Ach ja, schön mal wieder wirklich Quests zu haben. Das war damals aber wirklich noch schöner, wo man noch nicht auf die Aufgaben warten musste.
Wo man sich halt wirklich jeden Tag frei dafür entscheiden konnte, ach hey, cool, heute gehe ich mal in die Region, heute habe ich mal Bock auf das und das. Ganz ehrlich, ernst gemeinter Tipp von mir. Wenn ihr noch am Anfang seid, ärgert euch nicht, dass ihr noch nicht nach Golden Hills könnt. Ärgert euch nicht, dass ihr noch nicht nach ins Sinnotal könnt. Ärgert euch nicht, dass ihr noch nicht nach Epona könnt. Das kommt alles noch früh genug. Und dann kommt es auch ganz schnell, dass ihr nichts mehr zu tun habt. Genießt die Zeit, wo ihr viel machen könnt. Na, wenn das nicht Dina und ihr zuverlässiges Ross Morningstar sind und wieder unterwegs auf deinen komischen Abenteuern mit diesen Druidenfreaks, wie ich sehe. Junge Dame, ich versichere dir, an unserem Besuch ist nichts seltsam oder freakig. Mhm. Und du bist? Ich? Ich bin der Onkel von Dina. Everett. Ja, ihr Onkel Everett. Ach, weißt du, vergiss, dass ich gefragt habe. Schien ja echt nett zu sein. Eine Freundin von dir? Nicht unbedingt, nein. Du kannst mich hier lassen. Ach, ja, supi. Das heißt, wir müssen jetzt noch auf die Person warten, die mit der er reden wollte. Super, jetzt habe ich gerade mal 6 Minuten aufgenommen. Ja. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Wisst ihr was, dann will ich hier mal gerade reingucken, ob es hier nochmal was Neues gibt. Und hier gab es in der letzten Zeit so oft... Guck mal, ich habe so viele Sachen noch nicht abgeholt. Hier gab es in der letzten Zeit so oft neue Sachen, die ich aber sowieso nie mitgenommen habe. Die habe ich alle, glaube ich, schon mitgenommen, die Gamaschen. Weil die halt nicht Champi-tauglich sind. Jo, ne? Kann ich jetzt auch wieder weitermachen? Jetzt kann ich bestimmt auch wieder mit Far Cry weitermachen, oder? Warte mal, dann könnte ich mich ja rein theoretisch abholen lassen. Uah, raus hier. So. Und dann könnte ich ja jetzt auf Far Cry umsatteln. Oder ich mache noch ein paar Rennen mit Wild Melody. Mellow könnte ich sie nennen. Mellow, einfach nur Mellow. Melody habe ich ja schon. Eigentlich sogar schon 2. Jetzt habe ich 3 Melodies. Ich würde sie vielleicht einfach nur Mellow nennen. Oh Gott. Ja, bei mir staut sich hier wieder alles. Ich weiß, ich bin eine schreckliche Pferdemama. Bei mir stehen die Pferde alle unabgesattelt in den Boxen. Und überhaupt. Schaut mal, sieht auch nett aus auf ihr, das Outfit, ne? Guck mal, aber ich stelle sie wenigstens in die Boxen. Also Far Cry jetzt eben nicht, aber... Okay, nee, dann machen wir nämlich jetzt einfach mal noch die Firgrove-Rennen, würde ich sagen, bevor wir jetzt gar nichts mehr machen und den Rest der Folge unproduktiv sind. Oder ich jetzt schon nach so kurzer Zeit einfach abbreche. Dann machen wir noch die Rennen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nicht so schnell, Mello. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen zusammen hier was für Melody getan. Mello, sorry. Sie ist jetzt Level 11 gerade, wie ihr seht. Und ich werde sie jetzt auch wieder im nächsten Leveln reiten. War das nicht eventuell schon gestern? Ich bin gerade, weil ich jetzt so ein bisschen im Voraus aufnehme, bin ich gerade etwas verwirrt. Aber ich glaube, das Leveln war schon gestern. War dann ja auch wieder nur 1 Stunde lang. Und da bin ich sie dann geritten, weil ich einfach momentan sie gerne auf Level 15 bekommen möchte. Da ich ja noch keinen Araber Pinto auf Level 15 habe. Und deswegen ist mir das eigentlich wirklich recht wichtig, dass ich sie jetzt zeitnah... Nö, das Rennen will ich jetzt noch neu anfangen. Ich will das Rennen ordentlich reiten hier. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich einfach zeitnah einen Araber Pinto auf Level 15 bekomme. Los! Ihr kennt das ja schon, ich mache das ja immer so, dass ich einmal die Rasse auf Level 1 teste und dann eben auf Level 15, wenn ich das Pferd soweit habe. Und ich habe jetzt schon wieder so viel Zeit verloren mit ihr, weil ich einfach so wenig zum Leveln komme. Beziehungsweise ich, wenn ich aktuell mal privat Zeit habe, oder ich was spiele, während meine Videos rendern und ich gerade eh nichts aufnehmen kann, dann spiele ich tatsächlich eher mal eine Runde Alicia Online. Weil ich ja meine Pferde irgendwie leveln und fürs Karneval qualifizieren möchte. Das möchte ich irgendwie hinbekommen und ja, dann nutze ich die Zeit oft eher dann dafür.
weil ich ja diese Edelsteine brauche aus dem Karneval, um mehr Stallplätze kaufen zu können. Und um dann eben weiter auch züchten zu können. Und ja, deswegen spiele ich dann halt das momentan, wenn ich denn mal Zeit habe. Ist aber tatsächlich eigentlich auch relativ selten. Also ich schaff's eigentlich nie, alle meine Pferde komplett müde zu reiten. Und dann könnte man ja rein theoretisch noch wieder regenerieren für Carrots und schauen, dass man sie halt doch noch fürs Karneval qualifiziert bekommt. Aber das mache ich dann immer nicht mehr. Also ich mache dann wirklich halt... Ich kriege vielleicht ein Pferd müde oder anderthalb Pferde. Aber zwei Pferde kriege ich eigentlich meistens schon nicht müde. Oh, Johanna Starchild. Ein Goldhoof auf Platz 1 aktuell beim Tag. Ich bin auch wirklich, Fabi macht ja gerade wieder so Tests, dass er jetzt mit seinem ausgelevelten Araber Pinto mit seinem Baby Smash, dass er mit dem jetzt die Rennen reitet auf Level 15 und Champi-Ausrüstung, um Highscores zu knacken. Ich bin tatsächlich, ich wüsste es zumindest nicht, dass ich jemals mit einem ausgelevelten Pferd ein Rennen geritten bin, um irgendwie eine Highscore zu knacken. Würde ich eigentlich auch mal total gerne machen. Problem ist, dass ich so viele Pferde habe, dass ich dann im Endeffekt die ganze Runde doppelt abreiten müsste, um mit einem Level 15er Pferd die Rennen zu machen und mit einem Pferd, was noch leveln muss, die EP einzusammeln. Ah, verdammt, ich bin bei dem ersten... Habt ihr gemerkt, ich bin beim ersten zu spät abgesprungen und deswegen kam ich dann beim zweiten zu dicht. Das kann tatsächlich... Also manche Hindernisse hier bei SSO sind tatsächlich auch technisch. Aber das fange ich jetzt nicht nochmal an. Ich reite jetzt, wie gesagt, ich kriege gerade eh keine Bestzeiten hin. Von daher mache ich mir da jetzt gar keinen Stress. Meine Nase. Alter, ich kann gleich nicht mehr reden. Es ist gerade ein ganz komisches Gefühl. Es ist ganz merkwürdig. Als ob ich einen Stöpsel in der Nase hätte, so... Tampons drin stecken oder so. Okay, so, jetzt hier nochmal Konzentration. Ist auch schon wieder so knapp gewesen. Aber da bin ich jetzt ganz gut durchgekommen. Ja, auch die Johanna Starchild auf Platz 1. Gibt's doch nicht, aber die reitet, glaube ich, auch schon mit dem ausgelevelten Araber Pinto die Rennen. Und go! Jetzt kommt dasselbe Spiel zurück. Das kriege ich in den allerwenigsten Fällen ordentlich hin. Ich habe hier schon am Anfang gefailt. Darf ich bitte nochmal neu anfangen? Danke. Ich meine Nase. Ich schneide die mir gleich ab. Das gibt's doch nicht. Das nervt mich gerade übelst. So, das fange ich jetzt nochmal neu an. Wenn ich das Gefühl habe, dass beim Reden... die Nase immer voll wird und ich dann nicht mehr anständig reden kann. Ich glaube, ich musste mir gleich erstmal putzen. Nach der Aufnahme. So, und hier kann man so ein bisschen durch den Stein durchreiten bei dem einen. Bringt mir nur trotzdem nichts, wenn ich hier dann danach reinknuffe. Das ist einfach die Ecke. Manchmal kriege ich sie hin und meistens kriege ich sie nicht hin. Das ist genauso wie hiermit. Das ist jetzt diesmal tatsächlich sehr gut gewesen sogar. Ich bin zwar langsam durchgeritten, aber wenn ich da schnell durchreite, dann kriege ich das auch nicht hin. Dafür müsste ich einfach häufiger trainieren. Geht natürlich alles, man kann sich immer verbessern. Deswegen jammer ich auch bei Championaten nicht, weil ich weiß, dass wenn ich üben würde und üben, dass ich dann auch besser platziert wäre. Klar ärgere ich mich auch über meine Fehler, aber viele schreiben immer, oh, was bleibst du so ruhig? Naja, ich weiß halt einfach, dass ich nicht oft genug trainiert habe, um die wirklich guten Leute schlagen zu können. Und deswegen bringt es mir auch nichts, mich aufzuregen. Es bringt mir so oder so nichts, mich aufzuregen. Aber ich habe es ja in der Hand. Wenn ich wirklich aktiv Championate reiten würde, dann würde ich auch wieder besser werden. Das weiß ich. Und deswegen weiß ich auch, warum ich so oft fail und warum ich so einen Mist zusammenreite. Weil ich es halt einfach nicht kann, weil ich aus der Übung bin.
So, und warum soll ich mich dann darüber aufregen? Wie gesagt, manchmal ärgert es mich wirklich, wenn ich bis zum Ende gut war und dann passiert noch irgendwas. Aber Gott, hilft nichts, ne? So, ihr Lieben, ich würde aber sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und morgen geht's dann in Moorland weiter mit der Quest bei Evergrey. Dann könnte ich eigentlich auch die Kleine hier mal mitnehmen, oder? Oder. Ich habe noch so viele andere. Lasst euch mal überraschen. Also dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!